So, herzlich willkommen zurück zu einem Part von Champions of Regnum. Let's play. Ja, ich bekomme zu viel Schaden hier. Ja, der Altar Leben absagen, wenn er zu wenig Reichweite gerade im Moment. Ja, ich habe 30, oder? Aber geht halt nicht so gut, geht eher mit Magie. Er ist halt schon zurückgegangen, weiß es auch nicht. Ja. Es ist wenig los. Einer hat mich eingeladen. Ja, komm, machen wir mal Ding hier. Warzone, oder? Dann habe ich mich umgeskillt. Und dass ich dann beim Turm war, bei Herbert. Ja, ist einfach weggegangen. Voll Dankeschön für die Zeitverschwendung. Aber so sind die Spiele, also echt nicht gerade so Intelligenzbomben. Wenn sie doch unbedingt wollen, dass wir zusammenhalten, dann sollen sie doch ja auch drin bleiben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute sind einfach zu gelangweilt im Moment. Vor allem viele Leveler, die einfach die ganze Zeit Monster wegschnappen oder mit leveln wollen, ohne dass sie in der Party sind und so weiter. Keine Intelligenz sehen. Weiß es auch nicht, wieso. Die sich nicht anstrengen im Kopf. Na, das Spiel ist jetzt wirklich nicht anstrengend für den Kopf. Naja. Ja, und jetzt, es hat wenig los. Das ist für Zeit, so 12 Uhr ungefähr. Bald 12 Uhr mittags. Und mir ist einfach langweilig, weil ich so lange jetzt zocke, damit ich levele. Jetzt bin ich ja 41, drei Viertel und es geht relativ schnell. Also ich bin jetzt noch nicht lange am Zocken. Und dazu mag ich schon so viel. Ja. Also Nordost, okay. Und Herbert ist ein Magier. Ein Hexenmeister wahrscheinlich. Wir sind wahrscheinlich die einzigen, die momentan aktiv sind. Und ich dachte jetzt wirklich, kann ich noch einen töten, weil hier habe ich ja 6 Königreichspunkte bekommen, also nicht schlecht eigentlich für ja, so Low Level. Aber einen einzigen für mehrere Minuten ist nicht so gut. Ja, zweimal. Ja, der ist jetzt auch wieder abgehauen. Die kommen wahrscheinlich jetzt. Lieber taktischer platzieren. Zwischendurch mal Feinde auch spüren. Okay. Natürlich auch runterscrollen wieder. Das ist ein Krieger im Westen. Was macht der im Westen? Kaffeekränzchen. Ja. Und jetzt? Ah, die ab. Lieber abhauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die glauben, dass die Gegner in der Nähe sind, weil sie nicht hören, also nicht schauen. Nee, das ist ein Magier jetzt wieder. Ist das auch Magier gewesen? Nee, das ist der Krieger gewesen. Ich weiß nicht, was sie machen. Frag mich bitte nicht. Aber taktisch ist es natürlich nicht. Habt ihr Angst? Scheinbar schon. Ja, es geht ihnen zu lange, das Tor aufzubauen, aufzubrechen.
Ich weiß nicht, ob das das Level 1 oder das Level 2 Tor ist, aber das Level 3 Tor, also das Stahltor ist es nicht. Aber sollte eigentlich schon gehen, nicht ganz so. Ja. Baba ist wahrscheinlich nicht so gut. Also, sicher Level 60, aber wahrscheinlich nicht so gute Waffen. Weil auf Valhalla konnte ich ja die Tore recht schnell besiegen. Was es aber damals sogar noch nicht auflistbar war, glaube ich. Das hatte doch damals nicht so viel weniger Leben. Ja, was macht ihr jetzt? Nochmal probieren. Es passiert ja nichts. Die Leute haben alle Schlafkranke. Die schlafen alle. Ja, jetzt sind natürlich ganz viele hier. Südwest, wo ist denn der? Ah, das ist ein Jäger. Ach komm, du kleine Nuss. Sollte verboten sein, solche Lameis zu nehmen. Die sind viel zu klein. Oh Gott. Was war das? Sieht's halt jetzt nicht mehr. Was war das für eine Klasse? Papa. Ja, ist ja auch er, aber er ist wenigstens groß. Aber, na gut. Es ist einfach nur, ja, verwirrend, was die Leute manchmal machen. Ja, ist gut. Ist gut. Hey, helft mir doch mal! Die Pfeifen. So. Halt die jetzt ab, ey. Mann. Man ist immer so mega aufgeschmissen, wenn man. Wie viel Reichweite hat der Krähenfuß? Ja. Okay, er macht doch ein bisschen Schaden. Der Pfeil wollte ich doch einsetzen. Ja. Töte mich doch. Pfeift. Nein. Aber es sind natürlich mehr Syrten, oder? Da hat man natürlich keine Chance. Ja. Ah, oh, nein, da bin ich an Ding oben, Herr Beker. Ja, es passiert ein bisschen zu wenig. Sollen wir noch ein bisschen questen? Habe ich gerade ein Thema? Ja, also. Pff. Ich werde sicher jetzt bald dann Booster einsetzen und eventuell Diamantkisten oder so. Ist mir egal, ob es sich lohnt oder nicht. Aber ich glaube, ich warte noch ein paar Tage. Vielleicht gibt es einen Sale. Und dann haue ich mir gleich mal 200 Euro oder so drauf. Weiß es nicht. Ob ich es echt tun soll. Oder halt einfach mich ein bisschen. Einfach mehr Zeit nehmen. Und halt einfach nicht jetzt ständig immer Videos bringe. Ja. Das habe ich gestern Abend ja schon ein Part gemacht und jetzt nochmal einen. Weil ich dachte, es ist ein bisschen mehr los, wenn wir zu zweit hunten. Aber ja, eben die Intelligenz von den Zweisen ist nicht gerade so groß gewesen. Eher so ein bisschen lame, gelangweilt, herumgelaufen, mehr auch nicht. Und ich habe ja sie eigentlich, ja, die Spiele gesehen von den Syrten. Also ich hätte abhauen können, aber ich habe den Key geholt. Weil wenn du zu zweit, also zu dritt unterwegs bist, das Low Level, hast du noch ein bisschen mehr Chance, da nochmals einen Gegner zu killen und Bonus zu bekommen. Der hat nur 3 gegeben, okay. Hat sich also nicht gelohnt. Na ja, gut. Aber ja, so ist das Spiel. Man muss halt ein bisschen taktisch überlegen. Was wäre gut, was nicht, weil man wird eigentlich immer gefokust. Das ist das Problem.
Also, obwohl ich dann am Schluss schneller war, war ich dann halt einfach vom Krähen Fußpfeil so verlangsamt, dass ich auch keine Chance hätte gehabt. Aber ich hätte da im Kampf noch kurz mich unsichtbar machen können. Die hätten mich nicht fokussiert. Ich hätte gedacht, sie hätten mich fokussiert. Dann. Aber dann war es eben einfach nicht so und ich hatte einfach keine Zeit, weil es schon einige Zeit geht. 4,5 Sekunden, ja. Ja. Aber so lernt man. Aus Fehlern lernt man. Nee, man hat einfach keine Chance. Die Hirten sind so gut ausgerüstet und einfach zahlenmäßig überlegen, dass es halt einfach nicht so gut geht. Wohin muss ich? Da hoch, okay. Gehen wir mal kurz hier hoch. Jetzt nehme ich ein paar Magnoniten manchmal. Ich bin voll der Guide, alle anderen werden von mir nur profitieren, wenn sie meine Videos sehen. Ja, ich bin ja sowieso nicht der Magnetensammler. Also, ja. Ich bin ja auf dem Weg von der Mauer Richtung Turm und dann halt alleine Richtung, also, ja, ab dem Turm zu dritt dann runter zu Herbret. Und auf dem Weg zum Herbret, vom Turm, Herbret, vom Akersborg Südturm bis Herbret, zwei Gesteine gefunden und ein Baba, also der kleine Lamai-Baba, hat beide weggeschnappt wegen dem Geschwindigkeitszauber, den die Barbaren haben. Okay. Realistic. Indem wir die Waffe rausnehmen, hä? Ah. Liebes Spiel. Also es hat leider jetzt nur Schätze da. Schade. Jo. Also, dann gehen wir. Rotoswall, oder? Ne, es war ein Ding. Ah, oh, ja, es ist das erste Dorf schon wieder. Skolheim, genau. Schau, dass hier nicht den Weg runter geht. Er ist auch zu steil. Wird alles ein bisschen einfacher machen. Jo, und heute wieder schön Sport gemacht. Ich werde langsam surfit, aber ich habe immer halt wieder ein bisschen Entzündung und jetzt machen meine Knie mega weh. Und Entzündung. Knieentzündung, das Schlimmste, was man haben kann. Schlimmer als Hirnhautentzündung. Nein, Scherz. Aber das ist schon ein bisschen unbequem, wenn man jetzt hier sitzt. Auch der Druck auf den Beinen hat. Muss mich irgendwie ein bisschen anders hinsetzen. Ich brauche einen bequemeren Stuhl, das ist es. Einen höheren Stuhl. So Esstischstühle sind einfach nicht gemacht zum langen Sitzen. Macht weh. Vor allem auf dem Oberschenkel, also richtig auf der Sehne drauf, macht es am meisten weh. Aber es ist halt doof, wenn man halt so eine Krankheit hat, die Entzündungen auslösen. Ja, ich habe halt nicht ein leichtes Leben. Wer hat schon ein leichtes Leben in so einer Zeit voller Stress? Und ja, es wurde bei Galileo gesagt, dass das Leben von 1870 bis jetzt 2020 sich vom Lebensstil nicht verändert hat, also vom wie einfach das Leben wurde. Es wurde nicht einfacher, es wurde einfach anders. Das ist es. Also jetzt hat man eine Kaffeemaschine, früher musste man Kaffee selber aufkochen und ja, Sahne selber machen, alles Mögliche. Und heutzutage ist es einfach ein bisschen mehr übernommen, aber dafür sind wir auch irgendwie schwächer geworden. Also wir müssen weniger machen, aber es ist nicht schneller.
Also wir haben mit den modernen Sachen uns nicht verschnellert. Wir haben immer noch Stress. Wir haben immer noch viel zu tun. Also faule. Aber ich bin das Gegenteil von faul. Bin so fleißig am Leben, am Haushalt machen, am unterwegs sein und so. Dass es halt schon ein bisschen knapp wird manchmal mit dem Hochladen oder so. Gestern habe ich, glaube ich, um 11 Uhr, 10 Uhr, ja, so ungefähr 10 Uhr, halb 11 Uhr noch ein Video hochladen müssen. Mache ich sonst eigentlich nicht gerne. Da ich da in Ruhe zocken will, ein bisschen, damit ich in Ruhe ein bisschen runterkomme. Ein bisschen Stress abbauen. Naja, der Körper setzt mich halt unter Stress, weil er unbedingt trainieren will und ich darf um 10 Uhr abends nicht mehr trainieren. Das ist einfach so, weil die Leute so sensibel sind. Ja, aber dafür Marihuana rauchen vor dem Fenster, also 6 Stockwerke runter, unten drunter. Ja, und da nicht schlafen lassen, weil das so stinkt nach Marihuana, dass ich einfach zu sehr in einem Signal bin, also Geschmackssignal habe. Das stört schon, weil es schmeckt nicht angenehm. Schmeckt wie ein Pfefferminzfurz. Ist wirklich so. Schmeckt fast wie Pfefferminz, die im, ja, der abgelaufen ist. Gibt's das? Kann Pfefferminz ablaufen? Ja, wahrscheinlich schon. Zeitlich. Ja. Kennst sicher so da die Teebeutel, Dosen und so. Wenn ihr einfach den Tee, also die Kräuter rausnimmt und an der Dose riecht, dann schmeckt es ungefähr nach Marihuana. Ja. Aber dass die Leute einfach die ganze Zeit kiffen müssen. Also Basel ist schon eine Kifferstadt. Gibt es viele Parks und ja, viel Freiheit eigentlich so ein bisschen. Ist nicht so verbaut wie Zürich oder sagen wir Berlin. Ja, Berlin ist auch nicht so verbaut. Weiß auch nicht, welche Stadt in Deutschland verbaut ist. Frankfurt wahrscheinlich mit den Hochhäusern. Und dadurch finden sich halt überall, ja, Drogenabhängige und die sind natürlich auch bei uns in unserer kleinen Siedlung. Apfelsee, Drogenunterkunft. Wir helfen den Drogensüchtigen. Ja, wie man es nennt. Also ich bin nicht so für Drogen. Ah, da sind ja noch die Quests. Wollen wir die machen? Komm, wir machen die Quests. Ah, wir haben jetzt maximal schon. Aber hier können wir die abgeben. Nehmen wir die Hardcore-Profi-Quests an. Alte Skelette! Wo sind die hier vorne immer? So, jetzt müssen wir uns zuerst buffen. Ja, fliegen, also schweben können wir auch noch. Komm. Oh, ist das schwer. Oh Gott. Wow, du hast einen Hit ausgehalten. Aber ein zweiter Haus hältst du nicht aus. Komm, die buffen wir ihn kurz da. Hardcore-Quest. Aha. Der Schneehaufen schwebt auch. Gut. Jupp, jupp, jupp. Abgeben, abgeben. So. Wow. Okay. Was war? 19, okay. Die Schrift ist ein bisschen zu klein. Ich bin momentan ein bisschen müde. Nicht so viel geschlafen, leider. Ich glaube, die Quest ist da unten links.
Ja, ist ein Junge. Also unten links. Ja, so gemütlich die kleinen Quests noch zu machen. Müssen wir schon ein bisschen mehr reden. Ja, was gibt's sonst noch? Ja. Momentan ist halt einfach nicht so viel los bei mir. Also ja. Das, was ich hochlade, ist bei mir los, sonst spiele ich eigentlich kaum und so. Ein Kollege hat sich Final Fantasy 14 gekauft. Eventuell werde ich das ein bisschen let's playen. So bis Level 30 und dann mal schauen, ob ich weitermache. Wahrscheinlich schon. Ich denke definitiv ja. Einfach mal ein Abo abschließen. Und dann mal weiterschauen, ob es mir noch mehr gefällt, noch besser gefällt. Weil es gefällt mir schon. Aber es ist halt auch ein bisschen stressig, das Spiel. Also mit diesen Zufallsdungeons und so bin ich nicht so vertraut, das muss ich lernen. Na, da muss man halt immer wieder so Taktiken einsetzen, wie zum Beispiel aus dem roten Kreis raus oder einfach die Gegner, die Mitspieler unterstützen. Und eigentlich möchte ich ja eher entweder Tank oder Heiler spielen, aber als Let's Play würde ich doch lieber Damage-Dealer spielen. Ich auch vorwärts kommen und so weiter. Ah, da ist fertig, oder? Also müssen wir nach Rotos wollen, dann haben wir eigentlich alle Quests hier scheinbar. Gut. Definitiv gut. Ich mache weiter Reisquests. Und ja, dann bin ich wahrscheinlich im nächsten Part 42. Und so langsam wirklich XP-Booster einsetzen. Vielleicht die günstigsten. Also die zweitgünstigsten Hunderte. Unsere Prozent sind eigentlich am preiswertesten. Aber 500er lohnen sich natürlich am meisten. Aber die verlieren schon echt an Wert. Geh mal hinten durch. Hey, hallo. Lass mich hinten durch. Keine Magnus hier. Es ist einfach nichts los. Also die haben irgendwie das eingestellt, dass man, wenn wenig Spiele online sind, wenige Drop-Chancen hat. Also dass einer auftaucht. Dankeschön. Ja. So, jetzt haben wir aber alle Quests, oder? Also ich schaue dann nochmal, aber ich denke schon. Jetzt müssen wir aber wieder an die Reichstafel. Ja, genau, und ich muss noch eine andere Quest annehmen. Ich habe jetzt nur Syrtis genommen. Ja, der Wasseraltar. Komm, wir machen den Wasseraltar jetzt. Ja. Und eventuell werde ich jetzt dann schon länger, also wieder livestreamen, damit ich schneller vorwärts komme, dass ich auch Motivation habe, mit euch, also den Charakter auch weiterzubringen. Sonst finde ich einfach die Zeit nicht. Könnt ja mehr ein bisschen spenden. Unten ist der Spende-Ding für einen XP-Boost. Dann gebe ich das natürlich gerne sofort aus. Wenn ich ja, 10, 20 Euro habe, mache ich es mal. Das reicht für einen XP-Boost. Ich glaube ungefähr 5,7 kostet er. Nein, 9, okay. Schade. Also 10 Euro würde reichen. Und ich denke, mit einem 500 XP Booster komme ich relativ schnell ein Level weiter. Ich weiß nicht, 2 oder 3 Level pro Stunde. Also pro XP Booster. Keine Ahnung. Ja, wenn mehr los wäre, dann würde es noch mehr gehen mit Reichsquests. Schatz. Ist ein bisschen versteckt. Ja, jetzt müssen wir trotzdem nochmal unser Knie. Das ist ein mega schlechter Stab. Ja, ist schnell, aber Reichweite ist nicht so. Hm.
Ja, und eine Überraschungsbox. Leichtes Pferd für eine Woche. Lieber nicht. Ich brauche sie eigentlich nicht, also wirklich. Weil Sachen im Inventar tun halt einfach Platz wegnehmen für andere Items, die man droppt. Und deshalb einfach alles wegwerfen, was man nicht braucht. Kann man eigentlich hier abkürzen? Sieht so aus, als würde man hier hochkommen. Ja, haben sie extra gemacht, dass man nicht hochkommt. Vielleicht an einer anderen Stelle, aber man könnte eigentlich abkürzen, oder? Hat das jemand schon ausprobiert? Also hier definitiv nein. Ab da vorne? Nee, es ist zu steil. Ich glaube nicht. Kann gerne jemand ausprobieren. So. Dann gehen wir zu ihm hoch, zu diesem Haus dort. Quest abgeben. Und ja, dann gehen wir zum nächsten Part. Da ist immer noch die Mauer, die ja, hohl ist. Weil der Steinsockel fehlt. Den haben sie irgendwie nicht mehr platziert. Keine Ahnung. Einfach nicht fertig gemacht, Kaffeepause gemacht und dann eingefügt und er ist nicht fertig. Qualitätstest bei NGD 0%. Nee, so schlimm ist es nicht, sonst würde das Spiel ja gar nicht laufen. Aha, ich muss dort unten hin. Ja, wenn jetzt wirklich in der Warzone etwas los wäre, würde ich jetzt noch eine Quest 20 Ignis-Spieler töten, annehmen und dann ein bisschen so farmen. Aber gut, da muss man es noch warten. Ja, eine Rüstung muss ich noch kaufen. Gab Level 41 gibt es eigentlich eine gute Rüstung, aber es sind nur Rüstungspunkte, die besser werden dafür. Boni-Verluste und das ist nicht so lohnenswert. Auch ist sie sehr teuer. Ich habe jetzt 285.000 und trotzdem wird es wahrscheinlich nicht reichen, alles zu machen. Wir haben Level 31er Bogen. Gut. Ja. So. Dann 23.000. Also, jetzt muss ich wieder da runter. Ja, mache ich die Quests bis zum Wasser Ding und heute Abend eventuell nochmal einen Part, wo ich den besiegt bekomme von einem anderen Spieler. Und ja, dann wahrscheinlich ein bisschen höher Level. Bis dann. Tschüss.